Willkommen zur Algorithmenvorlesung. Also wir hatten uns gekümmert um Repräsentation von Folgen. Also so als eine der wichtigsten und elementarsten Datenstrukturen hatten wir uns da Listen angeguckt, und zwar doppelt verkettete Listen. Und ob das jetzt die richtige Datenstruktur ist, um Folgen zu repräsentieren, hängt sehr stark von der Anwendung ab. Insbesondere gab es da so ein paar Trade-offs, die man machen musste, je nachdem, welche Operationen man braucht, je nachdem, wie elegant man die Implementierung haben möchte, wie übersichtlich und einfach. Vielleicht hängt es auch davon ab, also wir hatten so einen Trade-off uns auch angeguckt mit diesen Dummy-Header oder mit Sentinels. Das sind dann mehr oder weniger Hacks, die, also im Falle von Dummy-Headern ist es vielleicht noch was von der eleganteren Sorte. Bei Sentinels ist es wirklich ein Hack. Sentinels, das war dieses Stopper-Element für das Suchen. Und bei dem Dummy-Header insbesondere, da wird es meistens, also wir, das Problem bei beiden ist eigentlich, dass wir letzten Endes ein bisschen Komplexität opfern. Also beim Dummy-Header, da opfern wir ein Element. Und was wir dafür kriegen, ist, dass wir eine deutlich elegantere und manchmal auch effizientere Implementierung haben, wo wir uns Spezialfälle sparen. Und beim Sentinel ist es dann halt so, da muss man eventuell ein ganzes Element kopieren, was, wenn Sie riesige Elemente in der Liste haben, vielleicht dann ineffizienter ist als komische Fallunterscheidungen und sich ein bisschen extra merken, wo man schon mal war, wo man angefangen hat beim Suchen. Das ist dann ein Trade-off, den muss man, je nachdem, was man dann für Elemente eigentlich speichert, muss man den dann halt machen für die Anwendung. Wie gesagt, wir hatten Listen angeguckt letztes Mal, und die großen Vorteile von Listen sind, dass sie sehr flexibel sind. Also wir hatten diese Splice-Operation uns angeguckt, und mit der Splice-Operation kann man in konstanter Zeit sogar ganze Teillisten verschieben oder Dinge löschen, indem man das an das, was wir FreeList genannt haben, anhängt zum Beispiel. Und man kann da unheimlich viel mitmachen. Man kann Folgen intern komplett umstrukturieren. Also das ist nicht so wie bei einer mathematischen Sichtweise vielleicht eher, dass das so statisch ist, sondern man kann da wirklich sehr viel machen. Der Preis, den wir dafür bezahlt haben bei doppelt verketteten Listen, war, dass insbesondere die Operation, gib mir doch mal das i-te Element zurück, also das Element Nummer i der Folge. Das ist ziemlich langsam, weil im Allgemeinen müssen wir dann durch die Folge durchgehen und halt i-Schritte abzählen. Das kann dann sehr, sehr teuer sein, und das ist auch der Hauptgrund, warum, oder ja, vielleicht einer der Hauptgründe, warum man überhaupt Arrays benutzt. Also es gibt noch andere Gründe. Es gibt zum Beispiel den, dass man bei Listen noch zusätzlichen Platzbedarf hat, um jeweils den nächsten, den Nachfolger und den Vorgänger zu speichern. Und es ist auch cache-ungünstig. Das heißt, normalerweise werden die Listenelemente nicht an derselben Stelle liegen, sondern die werden kreuz und quer im Speicher sein, je nachdem, was vorher auch passiert ist. Selbst wenn es nachfolgende Elemente sind, wenn sie dann von vorne nach hinten durch die Liste durchgehen, dann werden sie halt auch im Speicher hin und her springen, und das wird nicht so cache-freundlich sein. Also wenn jetzt ein Cache, der Ihnen helfen möchte, Ihren Workflow zu unterstützen, einen Zwischenspeicher beim Rechner versucht, dann halt auch gleich noch mehrere Elemente reinzuholen, hat er keine Chance. Er weiß nicht, wo die nächsten Listenelemente, die Sie angucken, dann sind. Okay, also das sind Vor- und Nachteile von doppelt verketteten Listen oder einfach verketteten Listen. Was wir uns heute angucken, das ist sozusagen der Hauptkonkurrent von doppelt verketteten Listen als Repräsentierung von Folgen, und zwar Arrays oder Felder. Also die Begriffe benutze ich austauschbar. Das eine ist halt Englisch, der englische Begriff dafür, und das andere ist der deutsche Begriff. Wir gucken uns insbesondere zwei Varianten an. Unbeschränkte Arrays, also beschränkte Arrays sind ein bisschen langweilig in gewisser Weise, und wir gucken uns unbeschränkte und zyklische Arrays an, um spezielle Folgen zu repräsentieren, die auch dann wachsen können oder die, wo man dann halt bestimmte Operationen macht, die dann zyklisches Array erfordern. Als wichtiges technisches Hilfsmittel heute werden wir uns angucken amortisierte Analyse, um eine Aussage zu treffen, dass, obwohl man bei unbeschränkten Arrays manchmal relativ aufwendige Operationen machen muss, dass es in gewisser Weise nicht zu teuer wird. Das gucken wir uns dann an. Und dann noch ein paar, naja, in gewisser Weise Abschwächungen von oder Varianten von Folgen, die jeweils sich von Listen und Arrays dadurch unterscheiden, dass wir das Interface ein bisschen anders gestalten. Also es sind vor allem sowas wie Queues, FIFOs oder was haben wir noch, Stacks, also Stapel. Und da kommt es halt, dann greifen wir anders drauf zu, und dann können wir manchmal auch ein bisschen optimieren. Und dann werden wir, denke ich, noch motivieren, aber nicht mehr ins Detail gehen bei Hash-Tabellen für heute als weitere Datenstruktur. Okay. Dann steigen wir mal ein. Also Listen sind abgeschlossen, jetzt die Konkurrenzveranstaltung dazu.
Felder oder Arrays. Im Prinzip, was ein Array erstmal ist, das Einfachste, was Ihnen eine Programmiersprache so zur Verfügung stellt in dem Umfeld, das ist ein beschränktes Array. Also ein beschränktes Feld oder ein Bounded Array. Und was das ist, ist letztlich nicht mehr als ein Stück Hauptspeicher. Also Sie sagen beispielsweise Ihre Programmiersprache, das gibt sogar in C, ich hätte gern ein bisschen Hauptspeicher von einer bestimmten Größe, und dann sagt Ihnen die Programmiersprache oder genauer gesagt die Speicherverwaltung vom Betriebssystem dann letztlich, okay, mit diesem Pointer oder ab dieser Speicherstelle kannst du darauf zugreifen. Und dann steht einfach so ein Block von Speicherelementen, die sind nicht initialisiert und nichts, sondern die sind, da steht irgendwas drin, da haben Sie keine Kontrolle drüber, aber über die können Sie jetzt verfügen. Da kann man dann natürlich auch Folgen drin abspeichern. Ich gehe jetzt mal davon aus, also für die Zwecke hier insbesondere gehe ich davon aus, dass die Elemente, die wir abspeichern wollen, die Folgenelemente, dass die alle gleich groß sind. Und wenn die alle gleich groß sind und Sie die Elemente in Ihrem Hauptspeicher Blob oder Block hintereinander abspeichern, dann wird es so sein, dass Sie auch einfach auf das ITER-Element zugreifen können. Denn Sie kennen ja die Startadresse und dann rechnen Sie einfach I mal die Elementgröße drauf und dann haben Sie die Stelle, ab der das ITER-Element drin steht. Also wenn wir bei 0 anfangen zu zählen. Das Problem dabei ist natürlich, Sie kriegen da so ein Stück Hauptspeicher, aber was ist, wenn Sie die Folge jetzt verändern wollen? Was ist, wenn Sie da Elemente reinfügen, rausnehmen wollen? Oder vor allem auch, was ist, wenn es immer mehr Elemente werden und irgendwann haben Sie dann weniger Speicher, als Sie eigentlich bräuchten? Der Speicher ist halt normalerweise bei beschränkten Arrays fix. Okay, und was wir da tun stattdessen, ist, dass wir uns unbeschränkte Felder angucken. Das ist also die erste Hauptvariante. Also beschränkte Felder sind, wie gesagt, ein bisschen langweilig und die Operationen sind auch ziemlich trivial, die man damit machen kann. Da können Sie auch so ein Pushback oder so ein Popback mitmachen, also hinten anhängen, auf das ITER-Element zugreifen, dann wieder ein Element weghängen. Das können Sie auch mit beschränkten Feldern machen, solange die Größe nicht zu groß wird. Das ist klar. Was wir wollen ist, wir wollen unbeschränkte Felder haben, bei denen dann im Bedarfsfall natürlich irgendwas passieren muss, wenn Sie da immer weitere Pushbacks machen und immer mehr Folgenglieder anhängen. Vielleicht, weil es von Anfang an nicht klar war und auf einmal werden das immer mehr. Da muss man irgendwas tun. Aber die wichtigen Operationen, die wir da zur Verfügung stellen wollen, sind halt Pushback, Popback. Das hatten wir letztes Mal bei den Folgen auch als Pop. Ja, ich glaube auch, das war Pop-Front und Pop-Front, Popback, Push-Front und Pushback hatten wir die kennengelernt. Und wir genehmigen uns davon zwei und noch eine Größenoperation. Also die uns angibt, wie groß die Folge jetzt eigentlich ist. Das kann sich ja ändern. Okay, wie gesagt, da muss man jetzt irgendwas machen. Erstmal, warum will man das haben? Also die Motivation, wenn Sie beispielsweise eine Datei einlesen, in der sind irgendwelche Dinge drin, Zeilen oder vielleicht auch Beschreibungen von Graphen, Knoten, irgendwas, und Sie wissen am Anfang noch nicht, wie viele Dinge da drin sind. Sie wollen das aber alles in ein Feld einfügen, vielleicht dann nur kompakte Informationen darüber, die jeweils in ein Element passen, über ein Feld, wollen Sie in ein Feld einfügen. Und dann können Sie halt am Anfang noch nicht ausreichend Speicher reservieren. Oder Sie machen das sehr konservativ und dann ist es meistens vielleicht zu pessimistisch. Also eigentlich wollen Sie was haben, wo Sie Dinge halt anhängen können. Zum Beispiel, wie gesagt, bei einer Datei beim Einlesen. Oder auch später, wenn wir andere Anwendungen dafür kennenlernen, für Strukturen, die halt ihre Größe ändern. Und da muss man irgendwie mit umgehen. Was wir tun werden, ist, dass wir im Bedarfsfall, also wenn das Feld seine maximale Größe ausnutzt, das, was an Speicher reserviert wurde, dass wir dann eigentlich was ziemlich Banales machen. Wir werden einfach mehr Speicher woanders reservieren. Also wir können normalerweise bei Speicherverwaltung nicht einfach sagen, mach mal diesen reservierten Speicher größer. Da könnte es sein, dass jetzt hinter dem Feld, das wir reserviert haben im Speicher, hinter dem Speicherblock, dass da jetzt irgendwas anderes steht. Also da haben wir im Allgemeinen keine Kontrolle. Was wir tun können ist, wir können aber mehr Speicher, so dass es jetzt ausreicht, woanders reservieren. Das heißt, was wir tun werden ist, von der Strategie her, wir werden im Bedarfsfall Speicher umkopieren und also erstmal woanders größer anlegen und dann das, was wir haben, umkopieren und dann den alten Speicherplatz, den kleineren Speicherplatz, wann wir dann wieder freigeben. Also eigentlich ziemlich umständlich. Aber es ist auch unklar, wie es einfacher gehen könnte. Okay, also das machen wir bei einem Pushback. Da muss man gegebenenfalls halt umkopieren, weil man nicht genügend Platz hat. Umgekehrt, wenn wir Elemente entfernen, das ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich, aber was wir tun werden, damit zum einen die Analyse klappt und zum anderen, damit wir
Auch irgendwie, wenn wir halt nur mal so einen Speicherpeak haben, den wir brauchen, damit wir dann auch die tatsächliche Speicher, den tatsächlichen Speicherbedarf wieder nach unten anpassen, werden wir dann zunächst mal natürlich das Element wegnehmen, und wenn dann sehr wenig ausgenutzt wird von dem, was wir reserviert haben, werden wir auch da einen kleineren Bereich woanders neu anlegen und dann umkopieren und das, was wir vorher hatten, halt wieder freigeben. So, wenn man das naiv macht, dann wäre der erste Versuch vielleicht, dass man immer den jeweils passenden Platzverbrauch reserviert. Das heißt, sobald der Speicher voll ist und wir haben halt irgendwie das n plus erste Element, was wir anhängen wollen, dann reservieren wir halt einen Speicherbereich mit n plus 1 Element, also Platz für n plus 1 Elemente, und werden das dann halt umkopieren, das neue Element anhängen, und dann ist es schon wieder sofort voll. Das hat natürlich das offensichtliche Problem, wenn ich dann irgendwie fünfmal neue oder fünfmal Elemente einfüge hinten, also fünfmal ein Pushback mache, dann werde ich halt fünfmal umkopieren, weil ich jedes Mal denke, vielleicht reicht es jetzt, vielleicht reicht es jetzt, und im Wesentlichen bin ich nur noch am Umkopieren. Das Blöde ist, dass dieses Umkopieren halt jeweils natürlich auch so viel Zeit benötigt, wie der Speicher groß ist. Das heißt, Sie haben dann bei N-Pushback-Operationen möglicherweise sowas wie O von N-Quadrat viel an Zeitbedarf, weil sie eigentlich nur noch am Umkopieren sind. Das meiste geht fürs Umkopieren drauf. Und genauso kann man sich das überlegen, wenn man bei Popback dasselbe macht und jedes Mal sofort natürlich einen kleineren Speicher anlegt, dann kann das auch schief gehen. Also eigentlich sind sie da, egal was sie tun, nur noch am Kopieren. Also das muss natürlich auch irgendwie besser gehen. Also was tun wir? Wir werden uns, also jetzt nicht erschrecken, dass die wesentliche Idee ist, das ist vielleicht dieses Bild, dass wir zulassen, dass wir Speicher nicht genutzt haben. Und sobald wir neuen Speicher anlegen oder neuen Speicher anfordern, werden wir da auch ein bisschen pessimistisch sein und einfach noch ein bisschen mehr Speicher anfordern, als wir einfach brauchen. Und die Aussage ist jetzt, wenn man das geschickt macht, dann ist das, was da rauskommt, letztlich in gewisser Weise im Mittel, oder wir nennen das dann amortisiert, ziemlich effizient. Okay, aber jetzt zu dem, was wir dann eigentlich tun. Also wir haben so eine Klasse von einem Element. Wir haben eine Klasse von einem Feld. Das U-Array steht für Unbounded Array oder ein unbeschränktes Feld. Und da gibt es zwei wichtige Variablen. Also W ist die Größe, die wir tatsächlich alloziert haben. Das heißt, die Größe, die wir tatsächlich an Speicher zur Verfügung hätten, wenn wir wollten. Das ist, was reserviert ist. Und N, das ist die logische Größe sozusagen von dem aktuell abgespeicherten Feld. Das heißt, N sagt, wie viele Elemente wirklich in diesem Feld drin sind, also die wir wirklich abgespeichert haben. Und im Allgemeinen muss dann natürlich, damit das überhaupt funktioniert, muss W größer gleich N sein, sonst schreiben wir da irgendwo in den Speicher womöglich Sachen rein. Also wir schreiben das dann in Speicherpositionen, die uns gar nicht gehören. Also wir haben da so eine Datenstruktur-Invariante, und die sagt halt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit wir die Datenstruktur irgendwie als in Ordnung betrachten. Dieses N kleiner gleich W ist relativ klar. Also ich darf halt nicht mehr Elemente beherbergen wollen, als ich Speicher habe. Was ein bisschen weniger klar ist, ist dieses W kleiner als Alpha mal N. Alpha ist jetzt eine Konstante in unserem Beispiel, oder in unserem, was noch folgt, in den Beispielen wird Alpha gleich 4 sein. Und dann steht da, W ist kleiner als 4 Alpha, oder anders gesagt, 4 Alpha mal N, oder anders gesagt, N ist größer als ein Viertel W. Das heißt, die zweite Bedingung hier sagt, also dieses W kleiner als Alpha mal N sagt, wir nutzen mindestens auch, oder wir nutzen sogar noch mehr als ein Alphatel unseres verfügbaren Speichers aus. Also wir dürfen auch nicht zu wenig benutzen, weil sonst ist auch wieder was nicht in Ordnung, da müssen wir dann was tun. Okay, und das, was hier rechts steht mit diesem OR, das ist einfach so ein zweiter Fall, der für die Analyse halt gut ist. Wir sagen auch, die Datenstruktur ist in Ordnung. Wenn wir gar keine Elemente drin haben, dann wären diese Gleichungen davor schwer zu erfüllen, insbesondere dieses W kleiner als Alpha mal N. Und das ist dann auch okay. Also wenn N gleich 0 ist und W kleiner gleich 2, dann sagen wir auch, die Datenstruktur ist in Ordnung. Aber der interessante Fall ist eigentlich der linke. Okay, was haben wir dann? Also B ist dieses eigentliche Feld, dieses beschränkte Feld, was wir gerade im Speicher reserviert haben. Da muss aber nicht alles belegt sein von uns. Also wir haben es halt bis zum, also wir haben es von 0 bis n-1, also n Zellen haben wir belegt oder n
Elementeinträge haben wir belegt und der Rest ist undefiniert. Es ist nicht weiter wichtig für uns, was da ist. Wir können einfach darauf zugreifen, das war diese Adressrechnung von eben, also wir können einfach b von i zurückgeben, indem wir die Anfangsposition von b nehmen, i mal Elementgröße drauf addieren und dann auslesen. Und dann gibt es auch noch eine einfache Funktion, die uns einfach die Größe zurückgibt, das ist n, das ist klar. So, also jetzt wollen wir damit arbeiten. Das ist bis jetzt quasi nur die Struktur, ohne aber die Methoden Pushback insbesondere und Popback hingeschrieben zu haben. Und bei denen muss man jetzt natürlich gegebenenfalls auch dieses B zum Beispiel anpassen. Also B, das Feld, und W, dessen Größe, das reserviert ist. Okay, das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir sagen, also wir geben ein Rezept an, wie man Dinge anhängt. Und also wie schon angedeutet, wenn n gleich w ist, das heißt, wenn das Feld im Augenblick schon voll belegt ist, wenn alles schon, wenn wir halt keinen freien Platz mehr haben, dann müssen wir irgendwas tun. Das ist dieses Reallocate. Und was wir tun ist, also was das intuitiv tut, es wird einfach alles kopieren, und zwar in einen neuen Speicherbereich, der alloziert wird, von der doppelten Größe. Also das ist jetzt nicht die vierfache Größe, sondern das ist dann im Allgemeinen sowas wie Alpha halbe. Also warum jetzt doppelt, warum nicht Alpha mal n, also dazu vielleicht später mehr. Auf jeden Fall, wir kopieren alles, also wir kopieren alles erstmal in einen größeren Bereich, sodass in jedem Fall noch Platz da ist. Und anschließend, okay, anschließend sind dann, was anschließend passiert, ist dann relativ klar. Also dann werden wir halt den letzten Eintrag mit dem neuen Element belegen und die Größe von dem Feld anpassen. Also dann werden wir auf die Größe 1 drauf addieren, auf die logische Größe natürlich. Also hier rechts sieht man es auch im Beispiel, aber das, denke ich, ist dann nicht mehr so spannend. Was wir dann als nächstes noch beschreiben müssen, ist, was genau passiert, wenn wir halt ein Array umkopieren müssen oder umkopieren wollen und wie wir das genau machen. Also als erstes mal wird ein neuer Speicherbereich reserviert, und zwar der Größe 2n, also allgemein der Größe w', und w' wird dann 2n sein hier. Wir reservieren einen neuen Speicherbereich, kopieren den alten um, also das ist b'. B' wird gefüllt mit dem Inhalt von b, und dann werden wir den alten Speicherbereich loslassen. Also soweit auch kein Tiefsinn. Das Wichtige, was man hier vielleicht noch beachten sollte, ist diese Umkopieroperation. Die kann man jetzt hier einfach hinschreiben, aber letztlich wird das natürlich auch eine Schleife sein, und das wird uns dann Zeit kosten. Also das ist eine Operation, die kostet dann O von N Schritte. Okay, soweit wahrscheinlich auch noch kein Tiefsinn. Was machen wir beim Kürzen? Im Prinzip das Analoge. Nur, dass wir hier sicherstellen, dass die Datenstruktur-Invariante immer erfüllt ist. Also insbesondere in dieser if-Zeile am Ende, da gucken wir nach, ob die Datenstruktur-Invariante noch erfüllt ist. Aber okay, eins nach dem anderen. Wir sagen überhaupt erstmal, in dem Feld muss noch was drin sein, damit wir das letzte Element rauslöschen. Das ist diese Assertion am Anfang. Dann werden wir einfach den Zähler n dekrementieren. Und wie gesagt, diese if-Abfrage stellt dann sicher, dass wir die Datenstruktur-Invariante auch beibehalten. Das heißt, was hier passiert ist, dass wir gegebenenfalls das Array verkleinern. Und zwar, was wir jetzt hier haben, ist, wir haben jetzt hier, wenn diese Bedingung erfüllt ist, also 4n ist kleiner gleich w, dann ist die jetzt gerade in dem Moment erfüllt worden. Das heißt, jetzt ist n kleiner geworden und 4n ist jetzt zum ersten Mal kleiner gleich w. Was hier also der Fall sein muss, ist, dass 4n gleich w ist. Und dann kürzen wir das Array letztlich auf die halbe Größe. Das heißt also, vorher war das der tatsächlich reservierte Speicher 4n groß, also viermal so groß, wie wir bräuchten. Und jetzt reduzieren wir das auf 2 mal n. Frage an Sie, warum macht man das so, naja, vielleicht eher konservativ? Also warum kürzt man den nicht direkt auf n? Also dann hätten wir, dann würde ja auch passen grundsätzlich, ja? Genau, also die Aussage war, beim nächsten Pushback würde das dann dazu führen, dass wir sofort das Ganze wieder vergrößern. Und das will man ja genau nicht haben, so ein Flattern, dass man dann halt verkleinert, umkopiert und dann wieder vergrößert, umkopiert. Und genau so eine Folge von Operationen, die halt so ein ständiges Umkopieren zur Folge haben, die will man vermeiden.
okay. Also jetzt wird es zum ersten Mal vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich. Jetzt gucken wir uns mal an, wie man quantifizieren kann, dass das, was wir tun, da doch irgendwie effizient ist. Also was wir vorher hatten ist, wir haben so Operationen, da kommt auch schon mal so ein Reallocate vor und dieses Reallocate kostet halt Schritte. Also das kostet dann halt sowas wie 2n viele Schritte oder O von n viele Schritte im Allgemeinen. Hängt natürlich davon ab, wie groß n tatsächlich ist, aber bei 2n wären es dann O von n. Und das heißt, es gibt so manche Operationen, die sind teuer und meistens wird es aber so sein, dass die Operationen billig sind. Dass wir halt nur irgendwie einen Zähler dekrementieren müssen oder dass wir ein Element da einfügen müssen, das geht in O von 1. Manchmal haben wir diese teuren Operationen. Jetzt möchte man irgendwie sagen, ja, wenn ich viele Operationen mache, dann wird aber die Gesamtlaufzeit so sein, als ob jede Operation konstante Laufzeit hätte. Das heißt, was wir eigentlich sagen möchten, ist, für jede Operationenfolge auf so einem Feld, vom Startzustand von einem leeren Array aus oder eigentlich von jedem beliebigen Zustand aus, jede Folge von M-Operationen, also nicht von jedem beliebigen Zustand, vom leeren Startzustand aus, jede Folge von M-Operationen braucht höchstens O von M und zwar gesamt. Also wenn wir das sagen, dann ist es in gewisser Weise so, dass jede Operation nur O von 1 gebraucht, naja, das ist nicht wirklich wichtig. Es gibt halt, manchmal war es halt ein bisschen teurer, aber so im Schnitt hat alles O von 1 gebraucht. Und wenn man sowas hat, das heißt, wenn wir sagen, dass jede Folge von M-Operationen halt eine Zeit O von M braucht, für eine feste Konstante in dem O natürlich, dann sprechen wir von amortisiert konstanter Ausführungszeit. Oder anders gesagt, die durchschnittliche Operationszeit von jeder einzelnen Operation ist halt konstant. Dazu Fragen zu dem Konzept vielleicht? Und also die Folie liegt natürlich deshalb auf, wir wollen natürlich zeigen, dass das in unserem Fall mit dem Umkopieren und so, dass es dann auch wirklich eine amortisierte Laufzeit hat von höchstens, also von O von 1. Also das kann man öfter mal sehen, wir werden das auch in der Vorlesung noch ein, zwei Mal kennenlernen, eine amortisierte Analyse. Das ist halt, kann man dann benutzen, wenn man halt keine, wenn es halt manchmal schlechte Fälle gibt, aber die halt nicht so oft ins Kontor schlagen. Okay, die Frage war, wir brauchen ja schon im günstigsten Fall, also im Normalfall sozusagen, lineare Zeit. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wieso? Linear in was? Zugriff auf ein Array ist konstant. Okay, gut. Also der Normalfall ist O von 1 und manchmal haben wir halt natürlich schon teure Operationen. Und dann müssen wir halt irgendwie sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, das wiegen die anderen Operationen sozusagen wieder auf. Und das deutet eigentlich auch schon ganz gut an, wie unsere Strategie ist, das zu zeigen. Was wir da verwenden, das ist etwas, das man Kontomethode oder Versicherungsmethode nennt. Und was wir da tun, das ist letztlich, dass wir jedes Mal dann, wenn wir eine normale Pushback-Operation machen oder eine normale Popback-Operation, dass wir dann in unserer Rechnung der Laufzeit nicht nur die normale Laufzeit annehmen, sondern quasi ein bisschen extra einkalkulieren und dieses etwas extra, das zahlen wir auf ein Konto ein. Also im Normalfall wird es so sein, dass wir, also Dinge wie Tokens hier, also wir nennen das Tokens, diese kleinen Kreise, und die bezeichnen Laufzeiteinheiten. Also so kann man sich das vorstellen. Oder meinetwegen auch Geldstücke, wenn Sie an Konto oder an Versicherung denken. Das heißt also, jedes Mal in unserer Rechnung werden wir für Pushback und Popback halt ein bisschen mehr veranschlagen, zwei Tokens mehr oder ein Token mehr als normal und sagen dann, wir zahlen ein, wir zahlen sozusagen in eine Versicherung ein. Und im Normalfall zahlen wir dann halt nur ein, bis irgendwann halt mal so ein Reallocate nötig ist. Das wird jetzt nicht so oft vorkommen, das ist unsere Hoffnung zumindest. Und jedes Mal, wenn ein Reallocate vorkommt, dann werden wir von diesem Konto wieder abheben. Das heißt also, da werden wir als tatsächliche Laufzeit, die Laufzeitkosten, die da entstehen, die werden wir darüber kompensieren, was wir schon in dieses Konto eingezahlt haben. Das ist also wie bei einer Versicherung, Sie zahlen halt so einen geringen monatlichen Beitrag und im Schadensfall oder was nicht so häufig vorkommen sollte, halt wenn Ihnen was geklaut wird oder
wo auch immer die Versicherung für haben, dann kommt es halt zur Auszahlung. Und dann kann man mit dem Geld halt die Unkosten bezahlen, die man dann hat für ein neues Fahrrad oder was auch immer. Was wir zeigen müssen ist, dass diese Rechnung, die sozusagen nur in unserem Kopf passiert, also das ist einfach für unsere Analyse halt so eine Darstellung von dem, was passiert. Wir müssen zeigen, dass diese Rechnung irgendwie konsistent ist. Das heißt, wir müssen zeigen, dass dieses Konto, was wir da annehmen, das wir einzahlen und abheben, dass da immer genug drauf ist, um gegebenenfalls so ein Reallocate zu bezahlen. Okay? Also insbesondere, wenn wir so ein paar Pushback-Operationen machen, dann werden wir auf dem Konto, dann werden wir zeigen müssen, dass wir auf dem Konto, wenn es zum Reallocate kommt, schon so viel haben, dass wir uns das sozusagen leisten können mit dem, was wir vorher schon pessimistisch mitgerechnet haben und draufgeschlagen haben auf die normalen Pushback-Operationen. Und die Idee ist, die Kosten für so ein Pushback sind selbst mit diesen zusätzlichen Tokens, also selbst mit der Versicherungsgebühr, sind die immer noch konstant. Das sind halt so lange, wie es vorher gedauert hat, plus die Laufzeit von 2 Tokens. Und dann muss man sich halt noch überlegen, dass man so ein Reallocate auch wirklich mit N-Tokens bezahlen kann. Also das sind O von N-Operationen, das heißt eine Konstante, das ist halt die Größe von so einem Token, eine Konstante mal N, und das könnte man tatsächlich mit diesem Reallocate auch bezahlen. Wie gesagt, wir müssen noch zeigen, dass das dann auch wirklich stimmig ist, in dem Sinne, dass wir das Reallocate auch immer bezahlen könnten. Und danach können wir uns nochmal diese Gleichung angucken von der asymptotischen Laufzeit, von der amortisierten Laufzeit und dann nochmal kurz checken, dass es dann auch wirklich, dass es mit der Laufzeit dann auch wirklich amortisiert stimmt. Soweit Fragen zu der groben Methode, also was die Strategie ist. Also wenn nicht, dann können wir jetzt schon dran gehen zu zeigen, dass wir hier wirklich keine Überziehungen haben. Das heißt, was wir zeigen müssen, ist bei jeder Folge, ausgehend von einem leeren Array, wird auf dem Konto immer genug drauf sein, um gegebenenfalls so ein Reallocate zu bezahlen. Okay, und beim ersten Aufruf von Reallocate, der kann halt nur nach mindestens mal 2 Pushbacks kommen. Also bis n gleich 2 ist, tut sich erstmal gar nichts. Und da könnte es natürlich auch sein, dass irgendwie erst 2 Pushbacks oder ein Pushback kommt und dann vielleicht nochmal ein Pop und dann Popback und dann nochmal ein Pushback und so. Da kann natürlich viel passieren, aber während dieser ganzen Operationen werden wir nur einzahlen und einzahlen und einzahlen. Und beim ersten Mal, wenn Reallocate vorkommt, werden wir also auf jeden Fall mindestens mal 2-mal groß eingezahlt haben mit diesem Pushback für 2 Tokens. Und dann haben wir auch schon genügend Geld, um unser erstes Reallocate von 2-mal N, also von 4 zu bezahlen. Okay, also der Basisfall passt. Und jetzt machen wir so eine Art Induktion. Also wir sagen, bis zu einer gewissen Anzahl M von Operationen ist jeweils für beliebige M-Operationen halt diese Eigenschaft gegeben. Also da werden wir immer genügend auf dem Konto haben. Und dann zeigen wir halt, dass nach dem nächsten Reallocate-Aufruf halt immer noch genügend auf dem Konto ist. Okay, und da gibt es eigentlich 2 Dinge, die passieren können. Wenn wir uns nach einem Reallocate die Situation angucken, jetzt wurde auf 2N reallocated sozusagen, und dann gucken wir uns an, was passieren muss, damit das nächste Reallocate passiert. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder der Speicher wird größer gemacht, dann wird er verdoppelt auf 4N mit unseren Beispielkonstanten, oder der Speicher wird kleiner gemacht, dann wird er halbiert auf N. Und in beiden Fällen ausgehend von diesen n-Elementen, die wir beim Reallocate von 2n drin haben, brauchen wir dann mindestens mal n mal Pushback, wenn es halt vergrößert werden soll, weil vorher waren wir nicht vergrößern, wir sind ein bisschen faul. Deshalb diese etwas lasche Interpretation dieser Schwellwerte mit 4 und 2. Also wir werden da mindestens n mal Pushback benutzen, um überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo wir vergrößern, laut unseren Regeln. Und n mal Pushback bedeutet 2n Tokens, und das ist genug, um ein Reallocate von 4n zu bezahlen. Und umgekehrt, wenn wir den Speicher ab dann wieder kleiner machen und kleiner registrieren, dann werden wir halt mindestens n halbe Mal dieses Popback machen müssen. Also wir werden da immer verkleinern, 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 bis wir überhaupt dann wieder an einen Punkt kommen, sodass wir den Speicher überhaupt verkleinern möchten und diese Daten in
Datenstruktur invariante verletzt ist. Und n halbe Tokens sind aber ausreichend, um Reallocate zur Größe n zu bezahlen. Okay, was das zeigt? Was das zeigt ist, dass wir in jedem Fall halt genügend auf dem Konto haben, um Reallocate zu bezahlen. Okay. Soweit die Strategie oder der Beweis klar. Als nächstes können wir uns dann angucken, was das, wie man das allgemeiner fasst und was es dann insbesondere für die amortisierte Laufzeit bedeutet. Okay, also ein bisschen allgemeiner haben wir das jetzt für zwei Operationen angeguckt, aber man kann natürlich auch noch mehrere Operationen sich da angucken. Anstelle von Pushback, Popback hat man vielleicht noch ganz andere oder mehr Operationen. Und für die Modellierung nennen wir dann also die Menge von Operationen O und den jeweils augenblicklichen Zustand der Datenstruktur nennen wir S. Also wichtig ist, dass wir uns halt eine Folge von Operationen angucken und die wird halt am Anfang so ein initiales S halt umwandeln oder ein S0, ein initiales S0 umwandeln in ein S1 und das Wichtige ist, wir fangen da nicht wieder von vorne an oder wir nehmen da nicht irgendwelche weiteren Zustände von der Datenstruktur, dann könnte es sein, dass die amortisierte Laufzeit halt nicht gegeben ist, sondern wir machen halt wirklich in dem jeweiligen Zustand immer weiter, also eine Folge von Operationen, eine nach der anderen. Das ist dieser Zustand S von der Datenstruktur und dann gibt es halt noch die tatsächlichen und amortisierten Kosten von Operationen. Die tatsächlichen Kosten, okay, das ist klar, das ist halt in unserem RAM-Modell so viel, wie es tatsächlich kostet, die Operationen in einem bestimmten Zustand auszuführen. Das nennen wir halt T und dann die Operation für, also in einem bestimmten Zustand S. Diese amortisierten Kosten sind ein bisschen was anderes. Diese amortisierten Kosten, das sind in gewisser Weise die tatsächlichen oder unsere virtuellen Kosten. Also in unserem Beispiel eben, das waren das die tatsächlichen Kosten plus unser Token-Aufschlag. Also wir haben ja da so ein bisschen extra Aufschlag bezahlt, um spätere Reallocate-Aufrufe zu rechtfertigen oder zu bezahlen. Und das sind diese AOP-Kosten, also die, mit denen wir dann in unserer amortisierten Analyse rechnen. Und dann kann man sehen, dass die amortisierten Kosten, wenn wir die zusammenzählen, also die amortisierten Gesamtkosten, die sind dann stimmig mit unserer, mit der Aussage über die amortisierte Analyse, also mit der Aussage hier, wo wir die Gesamtzeit durch die Anzahl der Operationen teilen, oder die geben, wenn man so will, da dieselben Ergebnisse oder mindestens so günstige Ergebnisse, die amortisierten Kosten, wenn die mindestens so hoch sind wie die tatsächlichen Kosten zusammengezählt. Ab dem Startpunkt vielleicht plus eine Konstante. Also eine Konstante gönnen wir uns, das verschwindet dann in der O-Notation. Aber sonst sollten die amortisierten Kosten mindestens so groß sein wie die tatsächlichen Kosten. Und das, was wir auf der rechten Seite haben, das können wir mit den Tokens dann jeweils ganz gut analysieren, weil dann Pushback halt immer eine konstante Laufzeit hat. Dieses Konto haben wir quasi im Hinterkopf. Das sind Terme in diesem AOP, die dann letztlich, oder eigentlich Terme auf der linken Seite, die in dem AOP dann verschwinden. Also auf der linken Seite haben wir quasi Plus gerechnet an vielen Stellen für Pushback und an ein paar Stellen haben wir dann einen großen Wert abgezogen. Oder eigentlich genau umgekehrt. Also auf jeden Fall wiegt sich das gerade wieder auf. Jetzt vielleicht ein bisschen die Bedeutung der amortisierten Analyse. Also offensichtlich jede normale Laufzeitanalyse mit echten Worst-Case-Laufzeitbeschränkungen impliziert natürlich auch eine amortisierte Analyse. Also wenn man irgendwas mit tatsächlichen Laufzeiten zeigen kann, gilt das insbesondere amortisiert. Aber manchmal wird es sogar so sein, also gerade eben zum Beispiel, dass man keine Worst-Case-Laufzeit mit echten Laufzeiten garantieren kann, aber amortisiert kann man dann schon Dinge garantieren. Es hat aber für die Gesamtlaufzeit von einer komplexen Abfolge von Operationen keine Auswirkung. Das ist in gewisser Weise genauso gut asymptotisch wie mit tatsächlichen Laufzeiten. Also insbesondere wird es natürlich so sein, dass die Gesamtlaufzeit hier O von M ist. Also die Gesamtlaufzeit wäre dann C mal M in unserem Fall für Pushback und Popback. Okay, jetzt kann man sich fragen, warum macht man denn dann überhaupt noch eine andere Analyse? Warum macht man denn nicht
warum nimmt man denn nicht einfach überall eine amortisierte Laufzeitanalyse? Und die Antwort ist, in manchen Situationen, also zum Beispiel bei Echtzeitsystemen, da kann man sich eben nicht leisten, dass man nur die Gesamtlaufzeit anguckt, sondern da gibt es vielleicht einzelne Operationen, bei denen es wichtig ist, dass jede einzelne Operation schnell geht. Also wenn Sie irgendwie im Flugzeug sitzen oder irgendwo gerade operiert werden, dann ist es vielleicht Ihnen angenehmer, wenn jede einzelne Operation von dem Bordcomputer jetzt nicht nur amortisiert schnell ist oder O von 1 oder sowas, sondern auch, wenn Sie da auf jede einzelne Operation eine Laufzeit haben. Kann sein, dass der Bordcomputer meistens super und ganz schnell funktioniert und sich dann irgendwann am Abend vielleicht sagt, okay, jetzt habe ich sehr schnell gearbeitet, habe ich mir was vorgearbeitet, jetzt brauche ich für die nächste Berechnung über den Berg vielleicht eine halbe Stunde. Das ist dann nicht so gut. Also für manche Einsatzgebiete möchten Sie dann wirklich auch Laufzeitschranken für jede einzelne Operation. Auch bei der Parallelverarbeitung, wenn Sie sehr viele Prozessoren haben und jeder nimmt sich vielleicht bei jeder 10. Operation mal eine Auszeit, dann geht es einmal gut, aber wenn die dann parallelisiert irgendwie aufeinander warten müssen, dann gibt es möglicherweise immer einen Prozessor, der die anderen blockiert und der halt lange braucht. Und um sowas zu vermeiden, da kann man dann in dem speziellen Fall die Prozessoren natürlich auch irgendwie synchronisieren, aber dann möchte man vielleicht auch bessere Laufzeitschranken haben als amortisierte. Also deshalb kann man sich auch überlegen, dass man sowas, wie wir gerade hatten, also Pushback und Popback in dem konkreten Fall, dass man diese Algorithmen deamortisiert. Also was man damit meint, klingt ein bisschen komisch, was man damit meint ist, man bringt die dazu, dass sie tatsächliche Laufzeit O von 1 haben und nicht nur amortisierte Laufzeit. In dem konkreten Fall mit unbeschränkten Feldern, hat da jemand von Ihnen vielleicht eine Idee, wie das gehen könnte? Also das Problem war ja immer, dass wir meistens halt nicht viel tun müssen, einfach nur ein Element ablesen vielleicht oder noch nicht mal das, einfach nur einen Zähler dekrementieren oder ein Element reinschreiben. Aber manchmal müssen wir dann halt viele Elemente umkopieren. Irgendeine Idee, wie man diesen unangenehmen Fall sozusagen ein bisschen abmildern könnte. Man könnte nicht auf 2n, sondern auf 3n erweitern und dann seltener kopieren. Ja, das hilft Ihnen quantitativ, aber asymptotisch sind Sie dann irgendwann doch an einem Punkt, wo eine Operation, wenn Sie kopieren müssen, dann doch mal lange dauert. Also die Idee ist jetzt wirklich, dass man jede einzelne Operation in O von 1 hinkriegt, und zwar im Worst Case immer. Man könnte die Kopieroperationen verteilen auf die verschiedenen Hinzufügeoperationen. Genau, das ist genau eine super Idee. Also was man tun kann, ist, man kann so ein bisschen vorauseilend, schon mal, wenn langsam der Platz knapp wird, dann kann man schon mal einen neuen Speicher reservieren, je nachdem, ob der Platz halt knapp wird oder ob der Platz halt sozusagen zu viel wird, kann man dann halt einen kleineren oder einen größeren Speicherbereich in der scheinbar nächsten Größe reservieren und dann schon mal anfangen, obwohl man noch ein bisschen Platz hat zum Beispiel, schon mal anfangen, sein ganzes Array rüber zu kopieren, und zwar Stück für Stück, jeweils in kleinen Brocken sozusagen. Und wenn man das geschickt macht, dann kriegt man das tatsächlich in O von 1 hin. Also dann kopieren Sie halt jedes Mal 3, 4 Elemente zusätzlich noch mit von dem alten ins neue Array, und die Gefahr ist halt, Sie machen da möglicherweise sehr viele Operationen einfach unnötig. Vielleicht fluktuiert das so stark und dann kopieren Sie ganz viele Elemente einfach unnütz hin und her. Aber man kriegt es dann auf jeden Fall mit so einer Echtzeitgarantie, oder also nicht mit einer Echtzeitgarantie, aber mit einer tatsächlichen garantierten Laufzeit von O von 1 für alle Operationen hin. Genau, das kann man auch noch ein bisschen intelligenter machen. Aber je intelligenter Sie das machen, desto komplexer wird es natürlich. Also hier ist auch so ein Trade-off Komplexität oder tatsächlich, was dann geleistet wird. Okay, dann kommen wir jetzt zu den verschiedenen Anwendungsfällen von den Datenstrukturen, die wir schon kennengelernt haben. Also wir haben jetzt Listen und Felder kennengelernt. Und jetzt gibt es noch so ein paar Varianten dieser Folgendatenstruktur, die sich vor allem dadurch unterscheiden, wie Sie damit arbeiten können. Also wir lernen da 3 kennen. Die erste ist ein Stapel, danach ein FIFO, und Sie sehen schon hier in den Pfeilen, wie da der Datenzugriff stattfindet. Das sind dann im Allgemeinen weniger Möglichkeiten, als Sie zum Beispiel mit einer doppelt verketteten Liste haben, also bei einer DEC, Double-Ended Queue, da haben Sie dann tatsächlich auch
fast die ganze Mächtigkeit von doppelt verketteten Listen drin. Aber wichtig ist halt, das sind Spezialisierungen, die verschiedene Einsatzgebiete haben und dann jeweils für das Einsatzgebiet auch nochmal effizientere Implementierungen. Also eine Sache, die man da auch noch vielleicht ansprechen sollte, ist, manchmal ist es vielleicht softwaretechnisch ein Vorteil, wenn Sie den Benutzer der API oder den Benutzer Ihre Datenstrukturen irgendwie ein bisschen beschränken, weil Sie sagen wollen, in dem Softwareprojekt, da wäre es vielleicht irgendwie komisch, wenn man wirklich alle Operationen von einer DEC oder von einer doppelt verketteten Liste braucht. Eigentlich müsste man für die Logik von dem, was wir wollen, nur an einem Ende wegnehmen und wieder dranhängen und alles, was nicht dem entspricht, das wäre auch irgendwie, das würde vielleicht der Logik von dem, was da eigentlich passieren soll, nicht entsprechen. Das heißt, manchmal ist es, oder auch vielleicht aus Sicherheitsgründen, bestimmte Operationen sollen nicht ausgeführt werden. Manchmal ist es vielleicht gut, vor dem Benutzer der Datenstrukturen da sogar Logik zu verbergen. Also insofern ergibt es schon Sinn, dass wir uns diese verschiedenen Dinge angucken. Effizientere Implementierungen und vielleicht auch softwaretechnische Einschränkungen, die dann manchmal sinnvoll sind, sind da gute Gründe. Okay, also wir gucken uns mal das erste an, und zwar Stapel. Stapel, die Intuition ist klar. Ne? Sie haben da so einen Stapel Bücher oder Elemente hier und Sie können oben Dinge drauflegen mit einem Push und Sie können auch das oberste Element jeweils wieder wegnehmen mit einem Pop. Also tatsächlich ist es so, dass Sie sonst keine Operationen haben. Normalerweise wird das Pop halt auch das oberste Element zurückgeben und natürlich den Stapel kleiner machen. Und das Push wird als Argument noch das nächste Element nehmen, was Sie dann wieder auf den Stapel drauflegen. Zu den Anwendungsgebieten gleich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie man die implementieren kann. Also was es ist, ist hoffentlich klar. Also was für Operationen man so mit dem Stapel machen kann. Okay, also wie kann man es implementieren? Eine offensichtliche Möglichkeit ist natürlich, wir nehmen einfach eine doppelt verkettete Liste. Da könnte man höchstens sagen, die gibt uns noch mehr Operationen, als wir eigentlich brauchen für so einen Stapel. Wir brauchen ja nur an einem Ende sozusagen Dinge wegnehmen und Dinge wieder reinbringen. Und das wäre dann zum Beispiel, das kann man dann mit einer doppelt verketteten Liste beispielsweise mit einem Push-Front oder Pop-Front implementieren oder alternativ auch mit einem Pushback oder einem Popback, jeweils diese Pop- und Push-Operationen. Man kann an beiden Enden da was machen. Man kann jetzt höchstens sagen, eigentlich brauchen wir gar keine doppelte Verkettung, das ist Overkill. Stattdessen können wir auch eine einfach verkettete Liste nehmen, also das S-List wie Single-Linked-List, also einfach verkettete Liste. Und wenn man da ein bisschen aufpasst, oder genau, hier brauchen wir gar nicht groß aufpassen tatsächlich, wir brauchen gar keine Endzeige, wir brauchen keinen Dummy-Header oder kein Dummy-Element. Hier brauchen wir einfach nur einen Zeiger auf den jeweiligen Startpunkt und jedes Mal, wenn halt so ein Push kommt, dann ist unser neuer Startpunkt, unser neuer Kopf der Liste halt jetzt dieses Element und das wird dann geeignet verzeigert. Und Pop geht dann genauso einfach. Man nimmt halt das erste Element von vorne weg. Man kann es auch mit einem Unbounded Array machen und dieses Unbounded Array, das haben wir ja gerade besprochen. Also da gibt es dann auch so eine Operation, dass man an einem Ende was dranfügen kann. Das Problem dabei ist halt, dass wir nur noch amortisiert konstante Laufzeit haben. Also vorher hatten wir halt garantiert konstante Laufzeit, hatten aber Nachteile wie zum Beispiel Cache-Ineffizienz. Also mit einer Liste liegen halt die Elemente irgendwie im Speicher rum und hier ist es zumindest mal ein bisschen cache-effizient mit einem Array. Okay, und was man dann noch machen kann, es gibt dann in der Vorlesung Algorithm Engineering noch ein bisschen cleverere Implementierungen von Stapeln, die dann nochmal eine eigene Navigationsdatenstruktur oben drauf haben, wo man dann so bestimmte Brocken sozusagen von einem Array nimmt, von einem beschränkten Array und die dann geeignet miteinander in Verbindung bringt. Aber das ist dann auch nochmal ein bisschen komplexer. Okay, warum Stapel? Also tatsächlich, Stapel ist so eine von den Spezialfällen von Folgen, die man ziemlich gut motivieren kann. Also zum einen kann man sagen, Stapel sind schon hardwaremäßig direkt unterstützt in vielen Prozessoren, also insbesondere in Intel-Prozessoren. Schon seit den 70er Jahren gibt es
extra Operationen, Push und Pop, die von einem Stapel, einfach so ein Speicherblock, die da halt Elemente drauflegen und wieder wegnehmen. Insbesondere auch, um Rekursion zu ermöglichen. Also wenn Sie rekursiv absteigen, dann müssen Sie sich merken, wo kommen Sie her und was ist vielleicht der aktuelle Stand von allen lokalen Variablen. Das heißt, was passiert ist, Sie legen das alles auf einen Stapel drauf und rufen dann die Unterroutine auf. Und wenn Sie zurückkommen, dann das erste Mal ist, man muss natürlich an den richtigen Ort zurückkommen. Das heißt, da ist es wichtig, dass Sie wissen, welche Adresse, wo Sie herkamen. Und dann können Sie auch Ihre Variablen wieder restaurieren, wenn Sie lokale Variablen hatten. Das ist mittlerweile auch immer noch so, dass man halt spezielle Operationen für Stacks hat auf gängigen Prozessoren. Nur die Probleme dabei sind, dass man halt im Prinzip so einen begrenzten Stack hat. Das heißt, da haben sie nur eine gewisse Größe und wenn das zu groß wird, dann gibt es keine Operationen, zumindest keine hardwareseitigen Operationen, um den dann größer zu machen. Eine zweite Sache sind, im Prinzip ist es auch so eine Form von Rekursion, Klammerstrukturen. Also wenn Sie irgendwas einlesen wollen, so einen, sagen wir mal, einen mathematischen, arithmetischen Ausdruck, dann möchten Sie vielleicht Klammern auswerten. Und zwar die Rechnungen, die quasi in der innersten Klammer stehen, die sollen zuerst gerechnet werden. Was Sie also tun ist, Sie legen sich alle Zwischenergebnisse mal auf den Stapel und jedes Mal, wenn eine Klammer geöffnet wird, dann legen Sie halt Ihren aktuellen Stand auf den Stapel, arbeiten die Klammer ab, rekursiv und wenn Sie fertig sind und die geeignete Klammer wieder zugeht, dann haben Sie halt Ihr Ergebnis, was in der Klammer war, schon rekursiv ausgerechnet. Sowas kann insbesondere nützlich sein, auch um Parser zu schreiben für einen Compilerbau. Und das wird auch in der theoretischen Informatik, da gibt es quasi eine eigene Klasse von Automaten, nämlich Stapelautomaten, mit denen die halt im Prinzip nur diese Form von Speicher haben, halt so ein Stapel. Und dann kann man sich fragen, kann man mit denen alles berechnen und welche Klasse von Sprachen kann man damit erkennen und wie schnell geht das? Das kann man dann alles noch in der theoretischen Informatik machen. Okay, unser nächster Spezialfall für Folgen sind FIFOs oder Warteschlangen. Also FIFO steht für First In, First Out und das drückt es eigentlich auch ganz gut aus, auch Warteschlangen, so wie sie sein sollten. Es gibt zwei Operationen, und zwar an einem Ende wegnehmen und die andere Operation, also an einem Ende wegnehmen, ist DQ, also Endschlangen. Und in die Schlange rein ist dann eine Operation, die heißt NQ, also einreihen. Und das Wichtige ist eigentlich nur, das passiert an unterschiedlichen Enden der Schlange. Also wenn Sie der Reihe nach ABC eingefügt haben und dann vielleicht noch ein X einfügen, dann wird als nächstes nicht X weggenommen, sondern C. Also das ist genau umgekehrt wie bei einem Stapel. Und da gibt es wieder zwei Fragen. Wie macht man das oder wie kann man das implementieren? Und die andere Frage ist, wofür ist es denn gut? Also ich würde zuerst gern die Frage beantworten, wie macht man denn das oder wie kann man das implementieren? Und danach die Frage stellen, wofür ist es denn gut? Ich denke, dazu gibt es auch keine Fragen oder was für Operationen wir da haben. Also wir haben nur diese beiden Operationen. Oder was die tun, ist auch klar, oder? Gut. Also wie kriegen wir es hin? Natürlich wieder mit einer Liste. Da kann man auch sagen, das ist Overkill und ist nicht cache-effizient. Man kann es auch mit einer einfach verketteten Liste hinkriegen. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil jetzt auf einmal muss man halt wissen, wo der Anfang und das Ende dieser Liste ist. Denn wir nehmen ja halt am einen Ende weg und am anderen Ende fügen wir wieder an. Das heißt, man muss irgendwie beide Enden dieser Liste im Speicher behalten. Das heißt, hier müssen wir uns einen expliziten Endezeiger merken. Das ist aber okay. Also das war dann problematisch, diesen Endezeiger zu merken. Wenn wir vom Ende Dinge wegnehmen wollen, müssen wir aber nicht. Das heißt, wir nehmen vom Anfang Dinge weg, Pop Front, und wenn wir Dinge einreihen wollen, dann reihen wir die hinten ein, also Pushback. Mit Arrays, beschränkt oder nicht, ist es erstmal nicht so ohne weiteres klar, wie das gehen soll, weil wir halt auch am Anfang irgendwie operieren müssen. Also wir haben das Ende von dem Array, wo man Dinge wegnehmen kann und wieder dran stellen kann. Das heißt, das war für Stapel ganz gut, aber für FIFOs ist es halt nicht so ohne weiteres klar, wie das gehen soll. Was wir uns deshalb angucken, auf den nächsten zwei Folien, glaube ich, das ist ein zyklisches Array. Das nennen wir C-Array, also Cyclic Array. Und wir besprechen das in einer
In der beschränkten Variante, als Übung kann man das auch mal unbeschränkt machen. Also ungefähr so, wie wir auch unbeschränkte Felder, unbeschränkte Arrays aus Arrays gemacht haben. Okay, da gibt es natürlich wieder bessere Implementierungen, die sind dann auch wieder ein bisschen komplexer und haben dann noch geeignete, bessere Navigationsstrukturen. Okay, also jetzt die Frage, wie kriegt man ein zyklisches Array hin, das so ein FIFO gerade implementiert, also einen beschränkten FIFO. Und die Grundidee ist, dass wir letztlich so ein normales, beschränktes Array nehmen und einfach quasi rund biegen. Das heißt, da oben bei diesem N, das sind halt die jeweiligen Indizes von den Einträgen von dem beschränkten Feld. Also bei 0 fängt es an und bei N hört es jetzt auf. Das heißt, es hat N plus 1 Einträge. Und da ist es jetzt so, es geht hier oben los bei 0, rechts daneben 1 und so weiter. Und wenn sie bei N sind, ist der nächste Index wieder 0. Das heißt, dadurch haben wir es jetzt zyklisch gemacht. Die Adressierung läuft dann auch modulo N plus 1, also modulo der Größe des Arrays. So, und was merken wir uns da? Also wir haben dieses Array B, das ist ein normales beschränktes Array, also dieses B hier. Und was wir uns da merken, das sind zwei Zeiger, also die jeweils Indizes angeben in diesem Array B. Der eine ist halt für den Kopf und der andere Zeiger, das ist H, und T ist halt für das Ende der aktuellen Belegung. Also genauer gesagt, H zeigt auf das erste belegte Element und T zeigt auf das erste nicht belegte Element. T gleich 0 und H gleich 0 ist dann der Anfangszustand und der ist halt so, dass es leer ist. Da gibt es also eine Funktion, die gibt halt H gleich T zurück, also das Prädikat H gleich T ausgewertet, wenn man danach gefragt wird, ob die Warteschlange, ob der FIFO leer ist. Na, die anderen Operationen sind jetzt auch nicht so besonders tiefsinnig. Gehen wir sie mal durch. Also das erste Element zurückzugeben, da haben wir ja gerade gesagt, das ist dieser Buffer oder dieses Array B an der Stelle H. Das ist halt das erste Element. Wir müssen noch sicherstellen, dass es nicht leer ist, damit keine komischen Dinge passieren. Und dann ist es halt einfach B von H. Die Größe können wir, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Rechnung hier, die Größe ist halt T minus H und das Ganze modulo N plus 1. Also insbesondere, also im Normalfall wird es, was heißt normal, also es kann sein, dass T als natürliche Zahl echt größer als H ist, dann ist es auch sehr intuitiv, dann ist dieser rote Bereich halt vollständig, dann sind die beiden auf derselben Seite sozusagen. Und jetzt kann es aber auch passieren, dass, so wie es hier angezeichnet ist, dass zwischen H und T halt der Übergang von N nach 0 liegt und dann muss man halt wirklich modulo N plus 1 rechnen. Warum steht jetzt hier modulo N plus 1 und dann steht da T minus H plus N plus 1? Das ist ja, modulo N plus 1 fällt das ja weg. Der Grund, weshalb dieses N plus 1 extra dasteht, ist, um sicherzustellen, dass das, was links von dem Modulo liegt, dass es auch wirklich nicht negativ ist. Also es kann sein, dass es in manchen Programmiersprachen oder in manchen Implementierungen halt irgendwas Komisches dabei rauskommt, wenn Sie negative Zahlen modulo rechnen. Also das ist quasi nur so ein Zugeständnis an möglicherweise komische Implementierungen von modulo. Aber ansonsten kann man sich hier vorstellen, T minus H modulo N plus 1. Das ist die Größe. Und jetzt gibt es halt zwei Operationen. Wir wollen am einen Ende anhängen und am anderen Ende wegnehmen. Und bei dem Anhängen müssen wir halt gucken, dass wir überhaupt noch Platz haben. Das heißt, die Größe ist kleiner als n. Wir nutzen nicht alle n plus 1 Zellen aus, sondern eine Zelle ist ungenutzt. Das ist vielleicht an der Stelle wichtig. Wir schreiben die erste ungenutzte Zelle mit dem Element, was wir anhängen wollen, zu und werden dann den Zeiger auf das Ende halt adaptieren, also um 1 erhöhen. Alles natürlich modulo n plus 1, so wie wir hier rechnen. Vielleicht eine Frage, in der Implementierung sieht jemand, was passiert, wenn wir hier wirklich alle n plus 1 Elemente, die wir uns hier reserviert haben, ausnutzen? Also dieses Array hat ja n plus 1 Elemente und jetzt spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass ich hier auch n plus 1 Elemente einfüge. Sieht jemand, was dann passiert? Gesagt wurde, dann wäre Head gleich Tail, also H gleich T.
und dann wäre die Liste offiziell leer. Oder anders gesagt, man kann dann nicht mehr unterscheiden, ob die Liste oder die Liste nicht, die, dieses Array dann halt, oder der FIFO, ob der dann vollständig belegt ist oder ob er vollständig leer ist. Das kann man natürlich lösen, indem man eine extra Variable einfügt, also hier unten bei diesem Kommentar für Size zum Beispiel oder für ist komplett voll oder sowas. Und das muss man dann halt natürlich geeignet aktualisieren, die Variable. Also es kostet einen so ein bisschen extra Operationen, aber man kann dieses letzte Element auch ausnutzen. Hängt natürlich davon ab, ob sich das rentiert, je nachdem, wie groß die Elemente hier sind. Wenn die sehr klein sind, irgendwelche Integers, dann ist das vielleicht das Einfachste und Eleganteste. Okay, wie nimmt man das letzte Element, wie nimmt man das vom anderen Ende, also vom Head sozusagen, vom Kopf, wie nimmt man da Elemente weg? Indem man einfach h gleich h plus 1 setzt im Wesentlichen. Okay. Was macht man mit FIFOs? Also eine offensichtliche Anwendung ist natürlich Datenpuffer. Also wenn Sie irgendwo was auf YouTube gucken, dann wird das natürlich auch erstmal gepuffert, um eventuelle Engpässe, kurzzeitige Engpässe in der Netzwerkübertragung auszugleichen. Oder auch wenn Sie unter Unix arbeiten, dann kommen Sie eigentlich nicht drum rum, auch mit Pipes zu arbeiten. Das heißt, da gibt es vielleicht einen Prozess, der liest die Ausgabe von einem anderen Prozess als seine normale Eingabe. Und das, was ein Prozess ausgibt, wenn der andere vielleicht noch nicht aktiviert ist und gerade das konsumieren kann, das muss irgendwo gespeichert werden. Und zwar halt so, dass das erste, was ausgegeben wurde, auch wieder als erstes eingelesen wird. Und das kann zum Beispiel in so einem FIFO gespeichert werden. Dann im Kernel selber gibt es vielleicht, im Betriebssystem gibt es irgendwelche Job-Queues oder Prozess-Queues, die halt sagen, wann mal wieder irgendein Prozess aktiviert wird oder wann irgendein Job gemacht wird. Wir werden auch noch technische Anwendungen sehen, und zwar insbesondere in Graphen, die Breitensuche. Da werden wir halt, also wenn Sie sich vorstellen, vielleicht schon mal als Ausblick, Sie möchten in einem Graphen alle Knoten besuchen, dann können Sie das irgendwie mit so einer, das nennt man Tiefensuche, mit so einer rekursiven Abfolge machen. Sie steigen halt immer weiter ab. Das hat den Nachteil, dass Sie dann von Ihrem Startpunkt aus sehr schnell sehr weit wegkommen. Wenn Sie das irgendwie ein bisschen geregelter machen wollen und halt quasi in konzentrischen Kreisen, wenn man es mal so formuliert, von Ihrem Startpunkt ausgehen wollen, dann können Sie das so machen, dass Sie einfach in einen FIFO, also in eine Warteschlange, die Knoten reinschreiben, die Sie noch besuchen möchten. Und diese Warteschlange halt jeweils aktualisieren, wenn Sie Knoten besuchen. Auf die Weise kriegt man halt eine andere Form von Suche. Die kann dann in manchen Fällen günstiger sein, in manchen Fällen weniger günstig als die rekursive. Okay, aber das machen wir alles noch. Gut, was jetzt noch käme, wäre nochmal eine Zusammenfassung von dem Kapitel und dann würde ich das nächste Kapitel auch schon mal ein bisschen motivieren. Das ist die dritte Variante von Folgendatenstrukturen, die wir uns angucken wollen. Und hier war halt die Funktionalität die, dass wir an beiden Enden wegnehmen und dazufügen können. Also wir können an beiden Enden anhängen und Daten wegnehmen. Können wir natürlich mit einer doppelt verketteten Liste super hinkriegen. Das ist ja genau das Interface, was uns die doppelt verkettete Liste auch bietet. Mit einer einfach verketteten Liste nicht. Da kriegen wir nur drei, also selbst mit extra Informationen, wie so einem Zeiger auf das Ende, kriegen wir eigentlich nur drei von vier Operationen auch hin. Also insbesondere das Pop-Back, das kriegen wir nicht hin, weil wenn wir auch noch einen Endezeiger behalten. Mit einem zyklischen Array kriegt man das auch hin, und zwar mit der Implementierung, die wir eben hatten, und noch zwei, drei Zeilen extra für die extra Operationen, die wir hier haben. Vielleicht habe ich es auch deshalb vergessen, eine DEC kommt nicht so unbedingt häufig vor. Also wenn Sie, wo Sie wirklich drei oder vier Operationen und nicht nur zwei Operationen benötigen, das kommt halt in vielleicht spezialisierteren Anwendungen vor, wo Sie mehrere Jobs bei einer Parallelverarbeitung so speichern, dass ein Prozessor, der gerade wenig zu tun hat, auch aus der Job-Queue von einem anderen Prozessor was wegnehmen kann und dann halt natürlich nicht am Anfang, sondern am Ende da, wo gerade was reingetan wurde. Und naja, so ein bisschen konstruiert ist es auch, wenn Sie bei einem Editor zum Beispiel so eine Folge von Operationen haben, die Sie rückgängig machen können, dann kann es so sein, dass Sie halt am einen Ende gerade Dinge rückgängig machen
und am anderen Ende aber wieder Dinge dranfügen. Also da kann man dann vielleicht auch argumentieren, dass man da an beiden Enden arbeiten muss. Aber generell kommt es eher selten vor, so eine DAG. Okay, jetzt aber zum Vergleich, also zur Zusammenfassung und vor allem auch zum Vergleich zwischen den Datenstrukturen für Folgen, die wir vorgestellt haben. Also zum einen gibt es sehr flexible Datenstrukturen, Listen. Das entspricht so ein bisschen diesen Kipus aus der Motivation. Das waren die Datenstrukturen, die man benutzt hat, um Steuerinformationen über die Anden zu tragen. Die sind halt sehr flexibel. Sie können sie in den Rucksack packen und sie haben auch flexible Operationen zur Verfügung, sowas wie Remove und Splice. Und naja, sie brauchen keine riesen Tafel, um nur wenige Informationen zu speichern. Auf der anderen Seite gibt es halt einen großen Vorteil von Feldern, von Arrays, dass sie nämlich, also das ist im Prinzip so wirklich der Hauptvorteil, sie können selektiv zugreifen, ohne jedes Mal alle vorherigen Elemente durchgehen zu müssen. Das heißt, sie können einfach auf die dritte Zeile, auf die zweite Spalte zeigen und direkt ablesen, was da steht. Also das ist vielleicht so ein sehr großes Plus für Arrays. Es ist cache-effizienter und sie haben diesen Overhead für Zeiger nicht, wie man den zum Beispiel bei Listen hat. Also je nachdem, was sie gerade tun, ob sie diesen selektiven, diesen beliebigen Zugriff brauchen oder nicht, kann es dann halt günstig sein, Arrays zu benutzen oder Listen. Es hängt wirklich komplett vom Einsatzgebiet ab. Wenn man die Operation mal vergleicht, also die Tabelle, die hatten wir schon mal vor 2 Vorlesungen ungefähr, und in der Tabelle stand drin, wie lange jeweils die Operationen brauchen. Also jetzt können wir uns das nochmal kurz angucken. Aber im Wesentlichen ist so die Botschaft, mit einer Liste können Sie sehr viel machen, außer diese Lookup-Operation, also diese eckigen Klammern. Das soll halt sagen, gib mir das ite Element, also die Eingabe dieser Operation in eckigen Klammern ist i und die Ausgabe ist das ite Element. Das dauert natürlich bei einer Liste, ob einfach oder doppelt verkettet, ist egal. Das dauert halt bis zu Größe der Liste viele Schritte, weil sie die Liste halt durchgehen müssen. Und das geht bei einem Array halt und beim zyklischen Array natürlich auch, das geht halt rasend schnell. Das ist einfach eine Adressberechnung und dann ein Ablesen im Speicher. So, und dann gibt es noch diese Größenberechnung. Da gibt es halt ein paar Einschränkungen mit diesem Splice. Sobald wir die Größe noch uns merken, können wir die mit dem Splice nicht mehr aktualisieren. Geht natürlich beim Array auch ganz schnell, wie wir heute gesehen haben. Und dann diese ganzen anderen Methoden, Pushback, Pushfront, Popback, Popfront und Insert, Remove einfügen. Das geht alles mit Listen sehr schnell und sehr einfach. Also mit einfach verketteten Listen ist das Interface manchmal ein bisschen komisch. Sie müssen immer das Vorgängerelement kennen, aber ansonsten ist es sehr flexibel. Und das ist halt was bei Arrays halt sehr schlecht ist. Also da müssen Sie, wenn Sie irgendwo was einfügen möchten, je nachdem wo, brauchen Sie dann N-Zugriffe. Okay, und ja, was kann man sonst noch sagen? Also wir haben in manchen Fällen halt bei Arrays auch nur amortisierte Kosten von O von 1, je nachdem, wie man das dann halt unbounded implementiert. Also wenn das Array halt beliebig wachsen soll. Okay, aber also die wichtige Botschaft ist jetzt vielleicht auch nicht, jeden einzelnen Eintrag hier zu kennen oder bewerten zu können. Die wichtige Botschaft ist, je nachdem, was Sie machen, haben Sie halt unterschiedliche Datenstrukturen als die jeweils günstigste, je nachdem, was für einen Mix von Operationen Sie benötigen. Gut, dann noch ein kurzer Ausblick. Wir werden Listen und Folgen, weil es halt so elementare Datenstrukturen sind, auch noch, also Listen und Arrays, werden wir später noch brauchen. Und wir werden auch noch andere Repräsentationen von Folgen uns angucken. Also Hash-Tabellen repräsentiert eigentlich nicht wirklich Folgen, sondern eher Mengen. Das gucken wir uns als nächstes an. Prioritätswarteschlangen sind sowas wie, naja, nicht wirklich sortierte Folgen, also eine Repräsentation von sortierten Folgen, sondern es ist eher eine spezielle Art von Sortierung, wo wir jeweils das kleinste Element entfernen können. Oder wenn man es andersrum implementiert, können Sie auch jeweils das größte Element entfernen, aber halt immer nur eins von beiden. Und Sie können dafür aber sehr schnell mit dieser Prioritätsliste umgehen und einfügen und rauslöschen. Also, dann gibt es Suchbäume. Das sind noch allgemeiner sortierte Folgen, die haben dann so eine extra Navigationsdatenstruktur noch dabei. Das heißt,
Das sind sortierte Folgen, bei denen Sie, mit denen Sie auch noch arbeiten können. Da können Sie noch einfügen, löschen, suchen. Und die sind halt nicht statisch. Ansonsten würde es ja ausreichen, eine Folge einmal zu sortieren und dann haben Sie die halt im Speicher sortiert. Aber wenn Sie damit noch ein bisschen rechnen möchten, dann brauchen Sie halt eine zusätzliche Struktur, um damit zu rechnen. Dann zum nächsten Kapitel. Das nächste Kapitel, da geht es um Hashing. Das würde ich heute nur mal motivieren und beim nächsten Mal dann richtig loslegen. Also die grobe Idee ist, dass man Daten durch sehr verteiltes und scheinbar zufälliges Ablegen leichter wieder auffindbar macht. Also wenn Sie Ihre Bücher zu Hause auf dem Boden verteilen, dann kann es vielleicht sein, dass das sogar einfacher ist, die wiederzufinden, als wenn Sie die im Schrank haben, je nachdem, ob Sie es sortiert haben. Und für uns wird es so sein, dass wir auch eine Menge von Dingen in Unordnung bringen, um die einfacher auffindbar zu machen. Also Hashing leitet sich auch so ab, also to hash oder einfach hash heißt Hackfleisch und hashen heißt zum Beispiel durch einen Fleischwolf drehen oder es gibt eine Reihe von Synonymen, die wir auch noch als Beispiel uns angucken werden. Aber im Wesentlichen heißt das die Struktur zerstören von irgendetwas. Und das wird für uns günstig sein, um Dinge später wiederzufinden. Ja, genau, gehen wir vielleicht noch zwei Folien die Basics sozusagen durch, was die Aufgabe ist. Und zwar die Aufgabe ist, wie gesagt, eine Menge zu speichern und nicht eine Folge von Dingen und eine Menge von Elementen. Und jedes Element hat halt einen eindeutigen Bezeichner. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, bei einem Element, das ist ein Buch und dieser Bezeichner, Key oder der Schlüssel zu einem Element, das ist jeweils die ISBN-Nummer. Und was wir haben wollen, ist, dass wir sehr effizient Wörterbuchoperationen unterstützen möchten. Das heißt, wir möchten in diese Menge, also in diese Hash-Tabelle eigentlich, möchten wir Dinge einfügen können. Wir möchten auch Dinge wieder rauslöschen können und für das Einfügen braucht man natürlich das gesamte Element. Für das Rauslöschen, da braucht man eigentlich aber nur den Bezeichner. Also ich möchte der Menge sagen können, lösch mir das Buch mal aus deiner Datenbank mit einer bestimmten ISBN-Nummer. Und das Wichtigste vielleicht, also natürlich ein Insert ist auch ziemlich wichtig und Remove auch, aber entscheidend für uns wird Find sein. Wir möchten nämlich Dinge sehr schnell wiederfinden können. Und was heißt es, etwas wiederzufinden? Das heißt zum Beispiel ein Buch anhand der ISBN-Nummer wiederfinden. Das Interface sagt also, man gibt den Key ein von einem Element und kriegt das Element wieder. Und hier wäre es auch nicht besonders sinnvoll, das Element selbst einzugeben in das Find-Interface. Denn das Element selbst, das hat, wenn ich das finden wollte und das als Eingabe gebe, warum rufe ich dann überhaupt Find auf? Also Find nimmt quasi den Bezeichner des Elements als Eingabe, also diesen Key, den Schlüssel, und sucht mir das Element. Und das Ziel ist, dass man damit dass man das Ganze in konstanter Zeit implementiert. Unabhängig von der Größe der Menge natürlich. Und das werden wir auch wir werden es einigermaßen hinkriegen, aber die Schwierigkeit ist halt wirklich, die Dinge so zu organisieren, dass man sie schnell wiederfindet. Das Ganze ist auch unter einem anderen Namen bekannt und hat dann vielleicht ein anderes Interface, nämlich ein assoziatives Array oder ein assoziatives Feld. Im Prinzip in Skriptsprachen wie Perl oder Python ist das eine extrem nützliche und oft verwendete Datenstruktur, dass wir einfach sagen, Sie verwenden die Menge wie ein Array und können da sich Elemente, die eingefügt wurden, wieder raussuchen. Aber der Schlüssel dazu ist halt jetzt nicht eine laufende Nummer von 0 bis Größe minus 1 oder sowas, sondern Sie geben den Dingen jetzt Namen. Das kann zum Beispiel dieses K, dieser Bezeichner, kann sowas wie die ISBN-Nummer sein oder irgendein Bitstring, der Name, eine E-Mail-Adresse, das kann irgendwas sein. Und wenn Sie das halt jetzt so schreiben, mit eckigen Klammern und das halt einfach dann wieder durch einen Find-Aufruf implementieren, dann ist das halt ein leicht anderes Interface, das man dann mit assoziativem Array auch bezeichnet. Aber im Prinzip, also das sind eigentlich dieselben Dinge. Okay, ja. Vielleicht noch eine Bemerkung, dieser Schlüssel. Wir werden da im Folgenden halt die Annahme machen, der Schlüssel ist eindeutig. Das wird dann auch Doppeldeutigkeiten, wenn man bei Find
vielleicht nicht weiß, welches Element gemeint ist, auflösen. Also wir werden sagen, der Key von zwei Elementen ist genau dann gleich, wenn die Elemente gleich sind. Also das wird für uns halt noch für die Implementierung natürlich noch wichtig sein, damit das alles überhaupt sinntragend ist. Genau, noch ein paar Anwendungen. In der Unibibliothek, da war es zumindest mal so, dass man die Auslieferungsregale, also da, wo die Bücher ankommen, die sie bestellt haben, da waren die sortiert, oder die Bücher wurden in das Auslieferungsregal gestellt, das eine Nummer hatte, die den letzten Ziffern der Matrikelnummer entspricht. Und die Idee war auch schon da, also das sieht man sogar da eigentlich ganz gut, die Idee war schon da, dass man möglichst viel Unordnung generiert, denn die letzten Ziffern ihrer Matrikelnummer, die sollen einigermaßen zufällig sein. Und die Intuition dabei war, für verschiedene Leute sollte möglichst die Verteilung der Bücher auf die Auslieferungsregale möglichst gleich verteilt sein. Oder möglichst so, dass auf keinem einzelnen Regal halt besonders viel oder besonders wenig Bücher sind, die da genutzt werden. Also der Platz sollte einigermaßen gut benutzt werden. Okay, dann gibt es noch ein paar andere Anwendungen. Also zum Beispiel können Sie im Schach Stellungen, die Sie schon mal gesehen haben und bewertet haben, mit Ihrer Bewertung zusammen abspeichern. Also insbesondere ist es sinnvoll, wenn Sie halt einen riesen Suchbaum haben und nicht wissen, ob Sie schon mal eine Stellung gesehen haben, und wenn die Bewertung da halt relativ teuer ist, können Sie Ihre Ergebnisse sehr schnell wiederfinden, die Sie schon mal berechnet haben. Ja, es gibt noch so ein paar andere, da gehe ich jetzt vielleicht auch gar nicht im Detail drauf ein. Wie gesagt, assoziative Felder, assoziative Arrays sind halt extrem nützlich für Skriptsprachen. Und das allein ist halt schon ein Anwendungsgrund. Später gibt es vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick auf Routenplaner, wo man dann auch assoziative Arrays nutzen kann oder Hashtabellen nutzen kann, um halt bestimmte Mengen von Knoten zusammenzufassen unter einem Key. Okay, also als nächstes würden wir dann schon in die Implementierung gehen und uns mal angucken, wie man das dann letzten Endes macht. Das würde ich aber auf nächstes Mal verschieben. Wir sehen uns am Mittwoch und bis dahin, ja, gute Zeit.